In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Strahlungsenergiebilanz der Erde am Oberrand der Atmosphäre. Dies ist die grundlegendste Kenngröße des Klimasystems. Dazu schauen wir uns die Erde an und definieren ein Level hoch genug über der Erdoberfläche, das wir den Oberrand der Atmosphäre nennen. Das Level ist so weit entfernt von der Erdoberfläche, dass dort keine Massenflüsse mehr stattfinden und Energie nur noch durch Strahlungsenergie ausgetauscht werden kann. Die Erde bezieht ihre Energie durch die solare Einstrahlung der Sonne, hier mit dem Symbol I gekennzeichnet. Ein Teil dieser solaren Einstrahlung wird von der Erde nicht absorbiert, sondern direkt wieder in den Weltraum zurückreflektiert, etwa durch Wolken oder helle Erdoberflächen, zum Beispiel schneebedeckte Gebiete. Das nennen wir die reflektierte Solarstrahlung, hier mit dem Symbol R gekennzeichnet. Darüber hinaus hat die Erde eine eigene Temperatur. Damit entsendet sie thermische Strahlung Richtung Weltraum, nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das nennen wir die thermische Abstrahlung L. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz hat übrigens einen sehr engen Bezug zu Wien. Es geht nämlich auf Josef Stefan zurück, der hier in Wien Professor für Physik war, und seinen Studenten Ludwig Boltzmann, der hier in Wien Physik studiert hat und auch in Physik promoviert hat. Wenn wir diese drei Strahlungsflüsse nun zusammenziehen, erhalten wir die sogenannte Nettostrahlung N. Die Nettostrahlung N kann sowohl in das Erdsystem hineingerichtet sein oder aus dem Erdsystem hinausgerichtet sein. In dem Beispiel hier ist die Nettostrahlung in das Erdsystem hineingerichtet. Das bedeutet, wir haben einen Energieeintrag in das Erdsystem. Das ist genau der Fall, den wir heute haben. Deswegen haben wir globale Erwärmung. Wie sehen diese Flüsse nun aus? Welche Werte haben diese Flüsse? Dazu haben wir glücklicherweise Satellitenmessungen seit mehreren Jahrzehnten. Das federführende Projekt hier ist das CERES-Projekt der NASA. CERES steht dabei für Clouds and the Earth's Radiative Energy System. Was Sie hier sehen, ist ein Satellit, auf dem das CERES-Instrument verbaut ist. Das ist der NOAA-20-Satellit. Mit diesen Satellitenmessungen können wir nun die Strahlungsbilanz der Erde im langzeitlichen und globalen Mittel sehr gut charakterisieren. Dabei finden wir folgende Werte. Die solare Einstrahlung I hat einen Wert von 340 Watt pro Quadratmeter. Davon werden ungefähr ein Drittel direkt wieder in den Weltraum reflektiert. Das heißt, die reflektierte Solarstrahlung R beträgt 99 Watt pro Quadratmeter. Die Erde selber, nach ihrer eigenen Temperatur, entsendet eine thermische Ausstrahlung L von 240 Watt pro Quadratmeter. Wenn wir diese drei Zahlen zusammenaddieren, bekommen wir eine Nettostrahlung N von plus 1 Watt pro Quadratmeter, also genau wie beschrieben, einen Energieeintrag in das Erdsystem. Das ist genau die Folge der anthropogenen CO2-Emissionen und Ausdruck der globalen Erwärmung.